herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emotion Auto TV. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt's gelesen, Zeitenjagd steht heute auf dem Programmzettel. Es wird wahrscheinlich die letzte Zeitenjagd für 2018 gewesen sein, denn Mutter Natur möchte ihren lieben, guten Hard Reset namens Winter durchführen und von daher ist dann immer ein bisschen schlecht mit Traktion, mit Fahrzeugen, Untergrund, ist dreckig. Dann können wir natürlich auch keine vernünftigen Zeiten fahren, von daher lassen wir das über die Wintermonate über sein. Aber ich möchte es auf jeden Fall nochmal abschließend mit einem richtigen Knaller feiern. Bereitgestellt hat mir diesen das Auto aus Köhler in Potsdam. Kann ich sehr empfehlen, wenn es um amerikanische Fahrzeuge gehen soll. Die Jungs sind da sehr, sehr versiert, haben eine Menge da. Kann man auch alles Probe fahren und beraten wird man natürlich dort auch von Feinsten. Ja, was steht hinter mir? Ein Dodge Challenger, würde jetzt der ein oder andere denken. Der Fachmann, ich habe extra die Haube aufgemacht, erkennt aber das kleine silberne Ding da hinten drauf. Das ist der Kompressor, der Supercharger. Wir haben den Dodge Challenger als SRT schon da gehabt. Packe ich euch mal oben in die Infokarte bzw. unten als Link in die Beschreibung. Der ist eine flockige 10,5 oder sowas gefahren, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Ding hat 717 PS. Und wir haben hier einen Handschalter zu stehen. Das heißt, es ist ein richtiges Männerauto, ein richtiges handgeschaltetes Getriebe noch. Das Ding ist richtig bockig. Man muss schon wirklich zwingen, den nächsten Gang reinzubekommen. Es ist ein richtiges Stück, will ich jetzt mal sagen. Und wie diese 717 PS handgeschaltet die 0-100 vor allen Dingen meistern und danach die 100-200. Alles das seht ihr in der heutigen letzten Folge 2018 der Zeitenjagd. Auf geht's! Der Dodge Challenger Hellcat. Viel gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Man kann ihn mit zwei grundlegenden Attributen beschreiben. 6,2 Liter V8 Kompressor aufgeladener Motor und 717 PS bei 880 Newtonmeter Drehmoment. Alles an der Hinterachse. Wem das noch nicht genug ist, der sollte dringend mal zum Arzt gehen. So, da sind wir wieder. Wie schnell war er denn? 0-100. Ja, wie gesagt, das ist ein Handschalter und bei den Temperaturen, wir hatten so circa 4 bis 5 Grad Außentemperatur, ist es wirklich schwer, die Michelin-Reifen auf Temperatur zu bringen, geschweige denn, die über 800 Newtonmeter von diesem Biest auf die Straße zu bringen. Dann muss man natürlich auch noch in den zweiten Gang schalten, weil im ersten schafft man keine 100. Und genug der Ausreden, die erste Zeit war eine 5,01 Sekunden. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe mich versprochen. Allerdings gibt es noch eine kleine Sache zu besprechen. Und zwar, die P-Gear-App hat nach einem Update jetzt einen neuen Modus. Das kann man leider in dem Video nicht sehen, aber es ist quasi eine Ampel zu sehen. Und bei grün macht es dann BIM, das hört ihr auch. Eine zweite Eigenheit ist, ihr seht auf dem Graphen, dass wir natürlich eine 5,04 gefahren sind und keine eine 5,01, wie ich erzählt habe. Allerdings seht ihr auf der eingeblendeten Grafik, dass wir eine 6,12 angeblich gefahren sind. Und auch bei der Zweitmessung ist das nicht viel anders. Auf dem Graphen steht 4,97 und in der App irgendwas von 5,1 Sekunden. Also ich denke mal, da gab es ein kleines Problem beim Update. Ihr seht es ja auch noch ungefähr bei der Zeit, wann wir die 100 erreichen, dass das danach nicht wirklich hinhauen kann. Ja, von daher, das wollte ich euch nochmal kurz mit auf den Weg geben. Sonst heißt es wieder, ja, da steht was ganz anderes, du erzählst ja sonst sowas. Ihr wisst jetzt Bescheid, so läuft's, weiter geht's.
eine 5,01 Sekunden. Die ging ein bisschen bergauf. Von daher, ja, ist ein bisschen schneller als der normale SRT mit seinen knapp 500 PS. Aber wie gesagt, wenn man die ganze Kraft auf die Straße bringen würde, wäre man natürlich deutlich schneller. Die zweite Messung, gleiches Spiel, 4,97 Sekunden. Ein Müh schneller waren wir da. Es ging ein bisschen bergab und ja, das erklärt dann den kleinen Zeitunterschied. Aber ich denke mal, ihr interessiert euch viel mehr, was das Ding 100, 200 läuft. Ab geht's. Geht los. 100, 200, der Hellcat mit manuellem Getriebe. Erstmal vorweg, wie immer, wir sind zu zweit im Auto, ihr kennt das Spielchen und wir sind auch immer die gleiche Strecke gefahren, wie sonst auch immer. Der Tank war ein bisschen über Viertel voll und das sind die Ergebnisse. Der erste Run, eine 7,86 Sekunden, dazu muss man sagen, ihr habt es gesehen, wir sind im Begrenzer gefahren im dritten Gang, man musste ungefähr bei 170 km/h schalten und ja, habe ich einfach verpennt. Ja, mein Problem. Von daher nur 7,86 Sekunden, trotzdem es ein bisschen bergab ging. Ich muss dazu sagen, wir starten aus dem dritten Gang und wir haben trotzdem ohne Ende Wheelspin. Die Räder waren warm gefahren und alles, aber es ist einfach nicht zu bewerkstelligen. Zweiter Lauf, 7,8 Sekunden, es ging ein bisschen bergauf und ich habe es geschafft, perfekt zu schalten. Wir hatten aber auch wieder Wheelspin, weil da ist eine ganz kleine Bodenwelle drin und da ging sofort die Hinterachse durch, von daher ist auch eine 7,8 nicht das, was eigentlich zu schaffen wäre mit dem Auto. Letzter Lauf, 7,71 Sekunden, gleiches Spiel rückwärts, es ging ein bisschen bergab. Allerdings habe ich auch wieder perfekt geschaltet. Perfect. Und ja, jetzt muss man sich halt das ausrechnen, was man da jetzt draus liest. Wir haben im dritten Gang, ich sag's nicht oft genug, wir haben Wheelspin. Es ist einfach zu viel Dampf an der Hinterachse. Vielleicht im Sommer, das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen die falsche Jahreszeit für so viel Traktion zum Abfordern von einem Reifen bei den Temperaturen. Von daher müssen wir leider uns mit der 7,71 bzw. so 7,8 Sekunden mit für den Handschalter allerdings mit 717 PS geschlagen geben. Ich hoffe, euch hat die Zeitenjagd heute trotzdem viel Spaß gemacht. Wenn das der Fall war, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal, schaut euch die anderen Videos an. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Emotion Auto TV. Bis dahin, macht's gut.